Hallo und herzlich willkommen zurück zu City Skylines, hier bei SimCities. Ja, beim letzten Mal haben wir die Stadt ordentlich erweitert mit Folgen, wie man hier am Stromausfall sieht. Da müssen wir auf jeden Fall einmal nachbessern. Wir nehmen einmal einen Kredit und setzen noch einmal ein Windkraftwerk hin. Müssen wahrscheinlich noch eins hinsetzen. Nicht nur wahrscheinlich, wir werden auf jeden Fall noch eins hinsetzen. Ja. So läuft das erstmal. Hier fehlt es an der Feuerwehr. Dafür brauchen wir auch erstmal wieder Geld. 12.000, die werden wir gleich zusammenkriegen. Und dann werden wir auch noch die Brücke fertig machen. Oder nein. Ja, die kleine Verbindung hier fertig machen. Damit die Müllfahrzeuge schnell hier rüberkommen. Um auch die Stadt zu versorgen. Schauen wir mal bei den Steuern. Wir können mal alles in Prozent hochsetzen. Das erhöht schon mal unsere Einnahmen. Ich wollte noch nachschauen, wie sieht es mit der Fischerei aus? Macht inzwischen ein bisschen Profit manchmal. Ja, ein bisschen was wird gefangen. Ich glaube, man kann auch ungefähr sehen, wie viel wir schon haben. Die 250.000 hiervon haben wir schon. Also 300.000 Fische sind gefangen. Hier im Fischmarkt. Fischverkäufe letzte Woche 40. Das geht auch voran. Ach ja, die Feuerwehr. So, einmal hier ein bisschen versorgen. Und hier drüben setze ich auch mal eine hin. Natürlich ist hierfür nicht genug Geld. Und da ist wieder zu wenig Strom. Ja, es könnte sinnvoll sein, noch ein Kohlekraftwerk aufzustellen. Hier unten noch eins. Aber dafür müssen wir auch noch mal ein bisschen Geld sammeln. Ah, ein bisschen den Strand kaputt machen die Häuser. Aber es ist auch ein Hochwasserschutz, das hier schön erhöht ist. Ja, sieht ganz nett aus. Ein bisschen schief ist die Terrasse. Hier ist auch noch ein kleines Häuschen. Dort liegt Unkraut auf der Straße und auch in der Tankstelle drin. Ganz normal. So. Und wir haben genug Geld. Oh, wir produzieren auch gerade mehr als genug Strom. Ah, vielleicht ist vorhin einmal das Kraftwerk hier ausgefallen, weil es keine Kohle mehr hatte oder sowas. Das heißt für 11 Wochen. Das kann natürlich sein. Einmal hier noch rüber. Und wieder runter. Es darf auch direkt an eine Straße anschließen. So. Auch wenn ich die ehrlich gesagt nicht so gerade machen wollte.
Und hier noch ein kleines Stück von der Straße. Dann wird daraus erst dieser Kiesweg hier drüben. Ist auch ein ganz schöner Übergang. Das kann man so gut machen. Wird das belegt? So passt es aber. Okay. Jetzt ist hier die Verbindung und die können gut rüberfahren. Und wir setzen hier nochmal ein Recyclingzentrum hin. Ja, nur wird es jetzt auch scheinbar von vielen Fahrzeugen genutzt. Ich glaube, wir brauchen hier eine Ampel. Ja, da gut, da ist eine Ampel, sehr schön. Okay. Hier brauchen wir keine. Die sollen einfach nur stoppen. Brauchen wir auch keine, die stoppen einmal. Und hier brauchen wir auch keine Ampel. Die stoppen einmal. So geht das. Ist auch nicht nötig. Also eigentlich müssen wir hier gar nichts machen. Das da ist auch nicht nötig. Und das hier genauso wenig. Ja, so fließt der Verkehr besser. Gut, da haben wir es. Wir können die einmal rüber und dort die Straße einmal nutzen. Okay, jetzt fahren wir natürlich von weit weg dorthin. Das ist halt nicht gewollt. Aber okay. Wir brauchen Wohngebiet. Ja, 5400 Einwohner. Ich möchte die 8000 erreichen. So, hier noch einmal lang die Straße. Hier nochmal unseren schönen Kiesweg. Die Steine möchte ich heilen lassen. Komm ich dran vorbei, ohne jetzt irgendwie zu zerstören? Nein, lass mir mal. Eine Kurve lang. Und hier einmal rum. Vielleicht bauen wir hier einmal unter durch. So. Und hier nochmal ein bisschen Straße lang. Die müssen wir auch nicht anschließen. Stattdessen bauen wir hier auch einen kleinen Park hin, einen Hundepark. Das freut die Leute, sicherlich. Und hier noch einmal Wasser. So, und an der Hauptstraße können die dann auch schön einkaufen, die Leute. Da alles zum Kaufen. So, und hier Wohngebiet. Machen wir mal bis hier hin. Da brauchen wir Stromnetz. Halt. Wo ist was unterbrochen? Da haben wir Strom. Da haben wir Strom hin. Von hier aus läuft Strom. Es scheint alles in Ordnung zu sein. Wahrscheinlich hat sich Elgern Gebäude zu schnell aufgebaut. Hier hinten machen wir auf jeden Fall erstmal nicht die beiden nicht. Sondern nur noch das hier und hier das Stück. So. Hinten da noch mal ein bisschen Gewerbe. Und
Das hier wird dann Wohngebiet. So. Eine geschäftigte Kleinstadt. Sehr schön. Wir haben ein paar schöne Straßen dazu bekommen. Das hier und das hier kann noch zum Einkaufen sein. Ja, sieht so aus, ob man die Straße hier bald verbreitern muss, wenn die weiterhin so viele fahren, aber ja, noch geht es. Vielleicht wäre hier ein Kreisverkehr sinnvoll. Machen wir mal ein. So, ich glaube, die fertigen sind zu groß. Obwohl, den können wir nehmen. Immer so. Das hier müssen wir auch nochmal entfernen. Eine Autobahn. Einmal hier anschließen. Schon mal eine super Form hat es den Kreise gegeben. Das hier machen wir nochmal weg. Schließen dann auch einmal an. Einmal hier. Und einmal. Das machen wir ein gerades Stück. Dahin. Okay. Und die Straße können wir nochmal upgraden. Nehmen wir die ja mit Lärmschutz. Nein, das war ein Fehler. Das Upgrade hier sollte nicht sein. So. Okay. Jetzt können Sie hier nämlich schön schnell fahren. So auf der Autobahn. Hohes Tempo, das sollte passen. Nur hier sollte dann Gewerbe hin. Und da sollte auch Gewerbe hin. Ja, so passt das. Das sollte die Kreuzung entlasten. Aber erstmal kurz bei Strom gucken, bei Wasser gucken, alles super. Müll sollte jetzt auch entsorgt werden. Nur jetzt können wir endlich. Darauf habe ich gewartet. Klassisches zweistöckiges Terminal. Modernes kostet mehr. Und ein ultramodernes kostet sehr viel. Wir nehmen das klassische zweistöckige Terminal. Schauen wir mal, wie rum wir das haben wollen. Da müssen wir erstmal gucken. Weil das ist der Eingang. Nehme ich mal an. Hier haben wir Schiffrouten. Okay. Wie bauen wir das hin? Ich würde sagen, wenn das der Eingang ist, dann vergrößern wir das Ganze nochmal. Flughafengebiet. Und zwar hier rüber. Zu viel Erde. Ja, so viel kostet das Verkaufen. Das lassen wir. Flughafenterminal. Das setzen wir einmal hier hin. So, herzlichen Glückwunsch! Strauchflughafen hat Stufe 1 erreicht. Die folgenden Gebäude wurden freigeschaltet. Kleiner Hangar, moderner Tower, Budget Flughafenhotel, kleines G
geparktes Flugzeug, kleines geparktes Flugzeug und noch eins, klassischer Tower, ultramoderner Tower, Flughafen, Bushaltestelle und Flughafen und kleines Flugzeugposition. So, und hier haben wir Aui, zwei schöne Autoanschlüsse. Sehr schön. Das Gebäude haben wir schon mal. Können wir nur noch nicht gerade gut nutzen, weil wir hier noch keinen Strom und kein Wasser haben und natürlich auch sonst noch nichts. Aber dafür können wir sorgen. Strom ist da. Wasser ist auch da. Gut. Nur der Autoanschluss fehlt. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Schauen wir einfach mal, was wir hier haben. Hier haben wir Start- und Landebahn und die Rollbahn. Oha. Wenn die hier lang ziehen. Also das muss schon die Startbahn sein. Geringste Länge. Okay, die haben wir erstmal. Die werden wir später noch erweitern. Und die Rollbahn brauchen wir. Halt. Von hier aus muss das. Okay. Machen wir mal. Okay, das ist noch nicht schön. Ist auch noch nicht. So muss das sein, glaube ich. Ja, auch völlig verkehrt rum. Ah, unterbrochenes Stromnetz, wo schon wieder? Hier. So, Strom haben sie. Wasser? Okay, da beschweren sie sich zu Recht. Gut. Ja, beim Flughafen muss ich echt noch mal reinschauen, wie das Ganze funktioniert. Also wir haben hier kleine Flugzeugposition. Muss neben einer Wartehalle platziert werden. Flughafen Wartehalle. Ah, okay. Machen wir mal die hier hin. Und mal hier lang noch. So. Ja, wie sieht das aus? Es geht. Gut, das ist wahrscheinlich die Start- und Landebahn völlig falsch platziert. Wartehalle. Nein, das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte das hier. Dann entfernen wir einmal die Start- und Landebahn. Können wir hier die Warteposition machen? Können wir gleich mehrere? So. Zwei Stück haben wir hier.
Ja, ist natürlich jetzt unnötig, das Ganze. Ah, hier können wir die auch hinsetzen. Machen wir mal auch hier hin. Direkt nebeneinander beides. So. Und jetzt die Start- und Landebahn. Setzen wir, also die Startbahn setzen wir mal hier hin. Ah, unschön. Unschön. Da muss ich nachbessern. Das geht so nicht. Glätten wir mal das Ganze. Okay, das geht nicht. Okay. Ja, so passt das. Irgendwo gibt es ein Stromproblem, aber das ist kein Problem, denn wir können das Geothermiekraftwerk aufbauen. Denn das Geothermiekraftwerk nutzt die Wärme des Erdinneren, um die Stadt ohne Verschmutzung zu versorgen. Und das können wir dann mal hier hinbauen. Kostet viel, sorgt aber für Strom. So. Sehr schön. Jetzt will ich aber einmal den Flughafen fertig bauen. So. Das hier ist einmal. Die aus noch dahin. Da haben wir die Wartepositionen. Die Halle haben wir. Moderne Flughafenwartehalle, nein, die brauchen wir nicht. Und die ultramoderne auch nicht. Kleiner Hangar. Könnten wir machen, brauchen wir einen. Erhöht die Attraktivität. Flughafenhotel. Kleines geparktes Flugzeug. Können wir hier einmal hinstellen. So. Und können wir da auch eine Verbindung machen? Nein, natürlich nicht. Das verschieben wir dann einmal hier hin. Genau, so sieht es doch gut aus. Das Flugzeug ist angekommen. Das bringt ihm natürlich noch nichts. Weil es hat noch keine Landverbindung, aber darum werden wir uns beim nächsten Mal kümmern. Denn das war's jetzt auch wieder von der Folge. Und ja, wir haben endlich einen Flughafen. Jetzt geht es darum, den schön auszubauen, zu vergrößern und einmal an die Stadt auch anzuschließen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss!